Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Virus Covid-19 ist in Italien über das Wochenende deutlich gestiegen. In Europa ist das Land mit 270 Erkrankten am schwersten betroffen. In China sind mehr als 77.000 Menschen erkrankt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um Covid-19. Was sind die Symptome von Covid-19? Das Virus gehört zur Familie der Coronaviren, Multiorganversagen und zum Tod führen. Symptome von Covid-19 gleichen denen einer Grippe und sind unter anderem Fieber, trockener Husten, Kurzatmigkeit, Atemnot, Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Es wird vermutet, dass die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit bis zu 14 Tage betragen kann. Allerdings wurde kürzlich der Fall eines Mannes aus der Provinz Hubei bekannt, der 27 Tage lang keine Symptome gezeigt habe, bevor die Krankheit ausgebrochen war. Mehr zum Thema Coronavirus-Ausbruch im Newsticker von Focus Online: Wie gefährlich ist Covid-19? Nach Angaben der WHO erholen sich 80% der Erkrankten ohne eine spezielle Therapie von Covid-19. Etwa einer von 6 Menschen werde ernsthaft krank und entwickle Atemschwierigkeiten. Besonders ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Herzprobleme oder Diabetes zeigen laut WHO vermehrt schwere Krankheitsverläufe. Bei einer Grippe liegt die Sterblichkeit eher bei 0,1%, bei SARS lag sie bei 10%, bei MERS sogar bei etwa 30%. Wie hoch ist das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland? Das Robert-Koch-Institut RKI schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland nach wie vor als gering ein, auch wenn es davon ausgeht, dass weitere Fälle nach Deutschland importiert werden. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten beurteilt das mit Covid-19 verbundenen Risiko für Menschen in der EU und Großbritannien als gering bis moderat. Wie wird das Virus von Mensch zu Mensch übertragen? Das Coronavirus wird durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten oder Niesen übertragen, ebenso durch eine Schmierinfektion. Können Menschen ohne Symptome Covid-19 weitergeben? Offenbar ist das möglich. Laut WHO ist das Risiko, sich das Virus von einem Menschen einzufangen, der keine oder nur milde Symptome zeigt, gering. Wenn Wasser und Seife gerade nicht greifbar sind, sich nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht zu fassen, einen Abstand von einem Meter zu seinem Gegenüber einzuhalten, um andere nicht anzustecken. Sollten Sie die Husten- und Niesetikette beachten und sich beim Husten oder Niesen abwenden, wenn möglich in die Ellenbeuge niesen oder anschließend Hände waschen. Generell gilt, wer sich unwohl fühlt, sollte zu Hause bleiben und bei anhaltenden Beschwerden oder dem Verdacht einer Infektion einen Arzt aufsuchen. Zudem, wer noch nicht gegen Grippe geimpft ist, sollte die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus zum Anlass nehmen, dies nachzuholen. Denn das kann Krankenhäuser entlasten, sollten auch in Deutschland vermehrt Corona-Fälle auftreten.